Ihr Lieben, ich bin hier gerade schon im Stream. Ihr seht es an dem laufenden Chat. Wenn ihr auch dabei sein wollt, regelmäßig, dann guckt mal auf rumtastisch.de vorbei und folgt mir auf den etwaigen Social Media Portalen. Aber jetzt geht es um den Old Monk, und zwar um den Old Monk Gold Reserve Rum. Und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, wie ich auf ihn gestoßen bin, was für Erfahrungen ich schon mit Old Monks habe und wie das Ganze schmecken wird. Wie die Flasche aussehen wird, das erfahrt ihr gleich hier in diesem Video. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Es ist soweit. Es ist Premiere auf diesem Kanal, dass ich einen Rum vorstelle, der aus Indien kommt. Und ich habe tatsächlich persönlich schon Erfahrung mit dem Old Monk, aber nicht mit diesem hier, sondern mit einer etwas runderen Flasche, einer anderen Version. Ich weiß gerade nicht, welche es ist, die ich glaube, es war eine achtjährige. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat den ein Freund mit hierher gebracht. Wir haben ihn schon zusammen getastet. Er hat sich den nämlich gekauft und ich weiß gar nicht, ob er den in Indien gekauft hat oder am Flughafen. Auf jeden Fall ist auch irrelevant für euch als Zuschauer so. Und für mich eigentlich auch. Dann habe ich den Old Monk übrigens nochmal getrunken. Schöne Grüße gehen raus an das Deck 20 in Bremen, denn da habe ich ihn auch schon mal getrunken. Witzigerweise mit einer Freundin zusammen, die Indien Urlaub gemacht hat. Und das passte halt total gut. Und ich habe dann auch gesagt, als Aufhänger, ich sage, weißt du was, den trinke ich jetzt indischen Rum, weil du hast ja gerade deine Weltreise da in Indien gemacht. Sehr cool. Ich muss mich räuspern. Ich mache das Mikro mal eben. Vier Rums in mittlerweile einer Stunde 25, das ist dann doch irgendwie recht viel. Der Old Monk. Was habe ich über ihn recherchiert? Er ist 12 Jahre alt, kommt aus Indien und ist dort wohl sehr billig zu bekommen. Das habe ich mir hier zu dem Rum aufgeschrieben. Sehr billig zu bekommen. Hier in Deutschland nicht ganz so billig, aber man muss auch den Import mit beachten und natürlich auch das Gehaltsverhältnis, das Durchschnittseinkommen in Deutschland und Europa im Verhältnis zu Indien. Das sollte man alles mit beachten zumindest, wobei ich gar nicht weiß, wie das Durchschnittseinkommen in Indien ist. Mein persönliches Gefühl ist aber, dass das Durchschnittseinkommen geringer ist als in Deutschland. Auf jeden Fall ist der Old Monk 12 Jahre lang in Eichenfässern gereift und ist vom Design her sehr schlicht. Das das lässt ihn irgendwie ein bisschen altbatsch, aber zugleich auch edel wirken. Ich zeige euch mal ein kleines Video, das ich über den Rum schon mal vorbereitet habe. Ich habe ihn schon mal abgedreht in einer Nahaufnahme, dann könnt ihr ihn noch mal besser sehen. Und da könnt ihr sehen, dass der Rum halt relativ unspektakulär ist. Das Label ist relativ unspektakulär. Man sieht halt diesen großen Schriftzug Old Monk, Old Reserve Rum und dann den Hinweis, dass das Ganze aus Indien kommt. Aber ansonsten ist er halt, und 12 Jahre sieht man übrigens auch, ansonsten ist er relativ unauffällig insgesamt. Die Destillerie gibt es seit 1855 und diesen Rum, wie lange es den genau gibt, das weiß ich tatsächlich nicht, aber dieser Rum, der soll sehr schmackhaft sein. Ich habe ihn ehrlich gesagt gesehen auf meiner Recherche, was ich aus anderen Ländern, die ich noch nicht habe, einfach mal bestellen kann. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe ihn bereits hier in ein Glas eingefüllt, damit ein 12 Jahre alter Rum einfach schon mal Zeit hat, ein wenig zu atmen. Ich finde, das sollte man ihm gönnen. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze schmeckt und riecht. Wow. 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 Banane, altes Obst, so gedörrtes Obst, Feigen, so getrocknetes Obst und Vanille, sehr kräftig. Also so ein gesamtes Fruchtpotpourri in Bananeton. Boah, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und so ein bisschen Tabak oder Leder und ein ganz bisschen Rauch ist dabei.
Sehr cool. Also der Geruch ist unheimlich intensiv, unheimlich karamellig, unheimlich vanillig. Und das Erste, was ich dachte, sind Bananen. Bananen und so ein getrocknetes Obst, wie so eine getrocknete Orangenschale zum Beispiel. Und sehr kräftig, sehr voluminös. Der riecht wirklich toll. Riecht fast ein bisschen nach englischem Rum, aber ohne so diesen Nelken-Kräuteranteil. Oder die Melasse. Man riecht so ein bisschen die Melasse, aber die ist nicht zu aufdringlich. Sehr geil. Der riecht wirklich sehr geil. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es gerade hört, aber der Nachbar schlägt hier das Tor zum Hinterhof zu, als wenn er das gesamte Haus, als ob er das gesamte Haus gleichzeitig mit abreißen will. Aber jetzt ist er anscheinend zu Hause. Jetzt hat er damit aufgehört. So, ihr Lieben, Prost. Ich bin gespannt. Ja. Er ist weniger fruchtig, als ich ihn erwartet habe. Er schmeckt nach Karamell, fast nach geröstetem Karamell. Hat so eine süße Note, aber eine sehr spitze Alkoholnote auch dabei. Schmeckt sehr kräftig. Also dieses geröstete Karamell ist sehr im Vordergrund. Was ich tatsächlich, deswegen bin ich so ein bisschen erstaunt, diese Fruchtigkeit, diese Banane, dieses Dörrobst, dieses getrocknete Orangenschale, das habe ich hier gar nicht mehr, diesen Eindruck beim Geschmack. Aber dieses dunkle, kräftige Karamell, das ist auf jeden Fall da. Ist auf jeden Fall ein lange gereifter Rum, das schmeckt man auch. Man schmeckt dieses Holz, schmeckt man raus. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, dass ich eingeatmet habe, während ich noch Rum im Mund hatte. Habe ich diesen Hustenreiz. So ein Holz schmeckt man auf jeden Fall. Man schmeckt über allem dieses Röstaroma, vielleicht sogar wie gerösteter Kaffee oder so diesen Nachgeschmack, den man hat, wenn man eine Kaffeebohne zerkaut. So diese Bitterkeit danach, die ist hier mit bei. Schmeckt aber nicht nach Kaffee, finde ich. Und so ein Leder, so ein trockenes Leder. Und wenn man es riecht, dann riecht man aber trotzdem die Banane und das Obst. Das ist eine coole Mischung, muss ich schon sagen. Es ist sehr wenig Zucker, ja, ich weiß nicht, wie viel Zucker mit drin ist, aber es ist sehr, nicht sehr süß. Also er ist relativ trocken. Er hat so eine Grundrum-Süße bringt er mit, aber er ist kein sehr süßer Rum tatsächlich. Aber sehr kräftig auf jeden Fall im Geruch, in der Nase und am Gaumen. Sehr aromatisch nach Karamell und hat so diese Grundrumsüße, aber nicht so fruchtig am Gaumen tatsächlich wie in der Nase. Sehr geil. Schon sehr geil. Sehr cool. Ihr Lieben, wenn ihr einen guten Rum sucht, die Flasche sieht relativ unspektakulär aus, weil ihr habt, das ist, da bleibe ich bei, ein relativ unauffälliges bzw. altbadsches, nicht so überarbeitetes Label, aber da hat man sich halt auf den Rum konzentriert und nicht auf die Werbung drumrum. Ne? So, von daher ein wirklich guter Rum. Schade, dass ich ihn erst jetzt entdeckt habe, quasi, weil der schmeckt mir tatsächlich gut. Der ist würzig, nicht so süß. Wenn ihr was Süßes haben wollt, dann, er hat eine Rundsüße, habe ich ja gesagt, aber wenn ihr was Süßes sucht, dann seid da zumindest nicht
zu überrascht, wenn er nicht so süß im Abgang ist. Aber auf der anderen Seite ein kräftiger Rum, der weiß, was er will, mit Holznoten, mit Ledernoten, mit Karamell, mit geröstetem Karamell, mit Bananen und getrocknete Orangen-Flavor. Sehr geil. Sehr geil. Ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden, vielleicht mögen die den Rum ja auch und abonniert den Kanal auf irgendeinem Social Network, das euch gefällt. So viele Aufgaben auf einmal. Ich hoffe, ihr habt euch alles merken können. Und ich sage, ich verabschiede mich hier mit diesem Video und sage, nüchtern bleiben, Prost und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.